Martin Luther. Für seine Anhänger war er der Retter der Christenheit. Für seine Gegner ein todeswürdiger Ketzer. Doch ist unser Bild vom großen Reformator heute überhaupt noch gültig? Zahllose Legenden kreisen um den weltberühmten Mönch aus Wittenberg. Wer aber war Martin Luther wirklich? Mit neuen Erkenntnissen können wir die Jahrtausendgestalt heute neu entdecken. Und stoßen dabei auf einen ganz anderen Luther, als wir ihn bislang zu kennen glauben. Unsere Spurensuche beginnt hoch über dem Thüringer Wald, in der Wartburg bei Eisenach. 10 Monate hat Martin Luther hier nachweislich verbracht. Bis zu 500.000 Besucher machen sich alljährlich auf den steilen Weg nach oben. Sie wollen die weltberühmte Lutherstube sehen, in der Luther die Bibel für jedermann verständlich ins Deutsche übersetzte. Und sie fragen nach dem Tintenfleck, den der Reformator nach einem Wurf mit dem Tintenfass angeblich hinterlassen hat. Aber eines ist schon mal klar, dramatischer konnte die Geschichte, wie Luther hierher kam, nicht verlaufen. 4. Mai 1521. Noch ist Martin Luther ein freier Mann. Vor dem Kaiser in Worms ist er nur seinem Gewissen gefolgt und hat nichts von seiner Lehre widerrufen. Doch seine Rückreise nach Wittenberg endet abrupt. Vermummte Reiter bringen den prominenten Fahrgast in ihre Gewalt. Die Nachricht von Luthers plötzlichem Verschwinden verbreitet sich in Deutschland innerhalb weniger Tage. Wohin wurde er entführt und warum? Es war schon bald klar, Luthers Entführung war ein abgekartetes Spiel, eingefädelt von seinem Landesherrn Friedrich dem Weisen, dem Kurfürsten von Sachsen. Weil der Kaiser die Reichsacht über ihn verhängte, war Luther vogelfrei. Das heißt, jedermann konnte ihn straflos töten. Hier auf der schwer zugänglichen und bestens bewachten Wartburg konnte der Reformator einige Zeit untertauchen. Und hier übersetzte er das Neue Testament. Auch wenn es dabei zu einigen ungewöhnlichen Begegnungen gekommen sein soll. Berichtet wird, dass Luther auf seiner Stube mehrfach ungebetenen Besuch erhielt. Immer wieder, so heißt es bei Luther selbst, habe der Teufel ihn auf der Wartburg heimgesucht. Der Leibhaftige habe versucht, ihn von seiner Bibelübersetzung abzuhalten, mit der er dem Glauben wieder eine feste Burg geben wollte. Doch berichtet wird auch, Luther habe den Teufel mit Tinte vertrieben. Und dabei einen markanten Fleck an der Wand hinterlassen. Anschließend kamen scharenweise Luther-Verehrer auf die Wartburg. Sie wollten das Zeugnis des angeblichen Kampfes gegen den Teufel sehen. Herr Schuchert, wie kamen die Menschen damals denn auf die Idee, dass Luther hier der Teufel leibhaftig erschienen sei? Luther hat zeitlebens Angst vor dem Teufel gehabt. Er fühlte sich vom Teufel auch verfolgt, hat auch an Hexen geglaubt. Und insofern ist er ein Kind seiner Zeit. Alle haben mit dem Teufel in irgendeiner Weise gespielt. Aber den Fleck gab es doch wohl. Ja, den gab es allerdings erst weit über 100 Jahre nach Luther. So zwischen 1650 und etwa 1850 hat man hier einen Fleck vorgehalten für die Besucher. Vorgehalten? Ja, das ist wirklich ein Marketinginstrument gewesen für die damalige Zeit. Das brachte natürlich auch ein Trinkgeld für die Führer, die hier tätig waren. Und die Besucher durften auch ein Stückchen von diesem Fleck dann abkratzen und mit nach Hause nehmen. Und wenn er nicht mehr zu sehen war, dann wurde er wieder erneuert. Und so wurde der Wurf mit dem Tintenfass für die vielen Besucher der Lutherstube zur unumstößlichen Tatsache. Nicht nur der Tintenfleck, vieles, was über Martin Luther erzählt wird, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als volkstümliche Legende. Ich frage mich da, wie steht es eigentlich um die Herkunft des Reformators? Ist Martin Luther wirklich das Kind armer Bauern? Fast alles, was wir heute über Martin Luthers Biografie wissen, entstammt seinen berühmten Tischreden. An seine Kindheit erinnert sich der Reformator darin als eine Zeit voller Entbehrungen.
Meine Eltern waren zuerst arme Leute. Mein Vater ist ein armer Heuer gewesen. Die Mutter hat all ihr Holz auf dem Rücken eingetragen, damit sie uns erzogen hat. Haben harte Arbeit ausgestanden, dergleichen die Welt nicht mehr ertrüge. Doch neue Erkenntnisse widersprechen dem, was der Reformator zum Besten gab. Sicher ist, sein Vater Hans Luder stammte aus einer Großbauernfamilie, aber er war nicht erbberechtigt. Das Startkapital für die Familie brachte seine Frau Margarete mit in die Ehe. Und Vitamin B. Ein Onkel Margaretes war oberster Berg- und Hüttenverwalter der Grafschaft Mansfeld. Er ermöglichte Hans Luder einen guten Einstieg ins Geschäftsleben. Ja, wie die Familie Luder in Mansfeld gelebt hat, haben Archäologen erforscht. Wie haben Sie das nach über 500 Jahren noch herausfinden können, Herr Meller? Ja, durch einen großen Glücksfall. Hier wurde bei einer Straßenbaumaßnahme ein Keller angeschnitten, der zum Haus der Familie Luder gehörte. Der Keller war auch 500 Jahre alt und er war vollständig gefüllt mit einem ganzen Hausrat. Vom Hochzeitskleid über das Geschirr, die Essensreste, die Murmeln der Kinder bis zu den Münzen. Und wenn man das alles auswertet, dann kann man natürlich sich ein Bild machen vom Leben der Familie. Und zwar ein Bild, das objektiv ist und auf dem Materiellen basiert. Und das ist sehr spannend, weil das natürlich nicht immer mit dem übereinstimmt, was man sonst in den Schriften liest. Schon die Computerrekonstruktion zeigt, Luthers Eltern hausten nicht in einer armen Bauernkarte. Hans Luder hatte der Familie ein stattliches Anwesen gekauft. Mit Toreinfahrt, zwei Wohngebäuden, Stallungen für das Vieh, wuchtigen Kellergewölben und eigenen Lagerhäusern. Was kann man denn nun aus dem Abfallhaufen der Familie über das Leben des Reformators und seinen Eltern herauslesen? Ich nenne als Beispiel nur die Speisereste. Man aß ziemlich viel junge, leckere Schweine. Man aß Rindersuppe, man hatte Fische in großer Zahl. Man aß aber auch so seltene Dinge nicht sehr häufig, vielleicht nur einmal wie ein Bierkuchen. Etwas, das ein normaler Mensch gar nicht jagen durfte. Aber da bekam man wohl einen Braten vom Grafen geschenkt. Wir haben es hier mit einer städtischen Oberschicht zu tun. Das sehen wir auch am Geschirr, das sehen wir an den edlen Messern, die auf der Tafel sind, aber auch am Fensterglas. Man konnte sich sogar buntes Fensterglas leisten, etwas, das ganz außerordentlich teuer war. Kurzum, eine reiche, wohlhabende Familie um 1500. Aber wie wurde das Kind aus gutem Hause überhaupt zum großen Reformator, der, ohne es zu wollen, eine neue Kirche gründete? War es wirklich ein himmlischer Fingerzeig, ein Gewitter, wie es immer heißt? Von seinem Vater ist Martin Luther zu Höherem bestimmt. Ein Jurastudium an der angesehenen Erfurter Universität soll den sozialen Aufstieg der Familie sichern und fortführen. Der Eintrag ins Universitätsverzeichnis vom April 1501 bezeugt den Jurastudenten Martinus Luder aus Mansfeld. Zur Aufnahme gehört ein bizarres Ritual. Jeder Erstsemester wurde erst einmal von seiner tierischen Unbildung befreit. Das Ablegen der Hörner war eine Tradition, der sich jeder Student in Europa unterziehen musste. Auch Martin Luther. Bei seinem Eintritt ins Studium wurde Luther in Erfurt konfrontiert mit dem vollen, prallen städtischen Leben. Das war neu für ihn. Er war ein eifriger Student, aber er interessierte sich auch für Literatur und für Musik. So spielte er Laute und sang Lieder vor den Häusern Erfurts und verdiente sich damit auch ein Zubrot. Der spätere Reformator oder auch der spätere Mönch war hier noch keineswegs erkennbar. Doch dann soll Martin Luther beim Dorf Stotternheim in ein schweres Gewitter geraten sein. In Todesangst legt der 21-jährige Jurastudent ein folgenschweres Gelübde ab. Oh, heilige Anna, hilf! Wenn die heilige Anna ihn aus der Todesgefahr rettet, will er Mönch werden. So wenigstens hat es der Reformator in seinen Tischreden erzählt. Ein Unternehmersohn aus reichem Hause, der das Leben eines Bettelmönchs einer glänzenden Karriere als Jurist vorzieht?
Dieser große Lutherstein vor den Toren von Stotternheim ist die Stelle, an der angeblich ein Gewitter über ihn hereinbrach. Oder wie die Einheimischen gerne sagen, das ist der Ort, an dem Luther geblitzt wurde. Fakt ist, der 2. Juli 1505 ist ein wirklicher Wendepunkt im Leben Martin Luthers. Er wird zum Studienabbrecher, geht ins Kloster und entsagt der Welt. Aber kam der Eintritt ins Kloster wirklich so überraschend? Luther hat das Gewitter und die Angsterfahrung, die Gewissensnot, die ihn befiel, zum Anlass genommen, um eine Lebensentscheidung zu treffen, die in ihm angelegt war, die vorbereitet war. Mönche sind auch Aussteiger. Und insofern muss man den Schritt in das Kloster, den Luther tut, auch als einen Ausstieg, als einen Bruch mit einem elterlichen Lebensentwurf verstehen. Ich gehe davon aus, dass dieser Eintritt ins Kloster Luthers erste autonome Lebensentscheidung gewesen ist. Wittenberg an der Elbe. Zu Luthers Zeit eine bescheidene Residenzstadt mit 2000 Einwohnern. Ausgerechnet dieses Städtchen in der fernen Provinz sollte zum Geburtsort einer Revolution werden, die alles ins Wanken brachte. Das Jahr 1517 gilt vielen als die Geburtsstunde der Reformation. Hier an der Wittenberger Schlosskirche soll Martin Luther vor 500 Jahren seine 95 Thesen angeschlagen und damit Geschichte geschrieben haben. Diese massiven Bronzetüren erinnern eindrücklich daran. Aber hat der revolutionäre Thesenanschlag, an den wir uns heute feierlich erinnern, tatsächlich so stattgefunden? Luthers Eintritt ins Erfurter Augustinerkloster ist nur der Auftakt zu einer erstaunlichen Karriere. Schon ein Jahr nach seinem Mönchsgelübde wird Luther zum Priester geweiht. Statt Jura studiert er Theologie und kommt nach den kirchlichen auch zu akademischen Weihen. Was kann ich für euch tun? Er kann mir helfen, das Wort Gottes zu verbreiten. Seit 1512 lehrt Luther an der neu gegründeten Universität Wittenberg. Doch nicht die Schriften der Kirche stellt er ins Zentrum seiner Lehre, sondern die Bibel und nichts als die Bibel. Um sich und seinen Studenten das Arbeiten mit dem Wort Gottes zu erleichtern, nutzt er die Medienrevolution seiner Zeit, den Buchdruck. Gutenbergs Erfindung des Drucks mit beweglichen Lettern macht Schriften erstmals erschwinglich. Für seine Vorlesungen lässt Luther Arbeitsmaterialien mit extra weitem Zeilenabstand und viel Rand drucken. So können seine Studenten ihre Bemerkungen direkt in die Bibeltexte schreiben. Wer bei Luther studiert, soll die Bibel selber verstehen und auslegen können, selber denken. Das ist Luthers Credo. Wunderbar. Doch nicht nur für seine Studenten lässt er drucken. Seine 95 Thesen werden Wittenberg und die ganze Welt verändern. Weltweit existieren nur noch 6 Originaldrucke von Luthers Thesen. Ein Exemplar wird in der Michaeliskirche in Zeitz aufbewahrt. Bei den Thesen hat sich der Setzer allerdings verzählt. Statt der bekannten 95 Thesen endet seine Nummerierung bereits mit These 87. Durchgesetzt hat sich später allerdings die bekannte Nummerierung in 95 Thesen. Die Frage bleibt nur, was bezweckte Luther eigentlich mit dieser Schrift? Eine Frage quälte die tiefgläubigen Menschen damals mehr als alles andere. Wie entgehe ich den Qualen der Hölle und des Fegefeuers? Die Angst, als Strafe für ein sündhaftes Leben verdammt zu werden, auf ewig in der Hölle zu schmoren, peinigte jeden Gläubigen. Bis ihr selbst im Höllenfeuer brennt! Die Antwort der Kirche waren sogenannte Ablassbriefe. Wer Geld hatte, konnte sich einen Ablass von Sündenstrafen kaufen. Die Kirche machte Geschäfte mit der Angst und kassierte Millionen damit. Diesem unheiligen Schacher will der Augustinermönch und Bibelprofessor Martin Luther so schnell wie möglich ein Ende bereiten. Fest steht, dass er am 31. Oktober 1517 an seine kirchlichen Vorgesetzten, an den Erzbischof Albrecht von Mainz, einen Brief schreibt, dem er 95 Thesen beilegt, und er unterschreibt diesen Brief als Dr. Martinus Luther.
Das bedeutet, er macht hier von seinem wissenschaftlichen Disputationsrecht Gebrauch. Er tritt hier mit wissenschaftlicher Autorität auf und möchte über einen Missstand in der Kirche berichten und darüber debattieren. Die entscheidende religiöse Erkenntnis für seine Thesen soll Luther beim intensiven Studium des Römerbriefes von Paulus erlangt haben. Der Gerechte, liest er da, lebt aus dem Glauben. Aus der Heiligen Schrift schließt Luther, der Mensch muss sich den Himmel nicht verdienen oder gar mit Geld erkaufen. Für jeden, der an Christus glaubt und seine Sünden bereut, hat Gott einen Platz im Paradies. Mit seiner Erkenntnis, dass allein der Glaube den Menschen vor der Hölle rettet, legte Martin Luther den Grundstein für eine radikale Wende des Christentums. Deswegen feiern Protestanten heute in aller Welt die Veröffentlichung der 95 Thesen als Beginn der Reformation. Merkwürdig nur, dass der sonst so auskunftsfreudige Reformator einen Thesenanschlag mit keiner Silbe erwähnt. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen eigenhändig an die Tür der Wittenberger Schlosskirche genagelt haben. So will es die Legende. Der Vorgang selber ist tatsächlich eine historische Petitesse. Erst spätere Zeiten, die ihn so aufgeladen haben, die Hammerschläge, die die Neuzeit einläuten, haben sich damit Schwierigkeiten gemacht. Zwar gibt es Berichte von einem Thesenanschlag Luthers, aber sie wurden erst 20 Jahre später niedergeschrieben. Zeitgenossen wussten nichts davon zu berichten. Wenn es denn nach den Statuten der Universität gegangen ist, hat nicht Luther die Thesen angeschlagen, sondern der Hausmeister, der Pedell, und nicht nur an die Tür der Schlosskirche, sondern an die Türen der Wittenberger Kirchen. So ist das vorgesehen. Geschichte schreiben wird aber der thesenhämmernde Mönch. Das Bild von Martin Luther als geborenem Reformator, der von Anfang an zu allem entschlossen aufs Ganze geht, ist erst später aufgekommen. Damals wusste niemand und wahrscheinlich nicht einmal Luther selber, was er damit anstieß und was ihm drohte. In nur 3 Jahren wird Luther im ganzen Land zur Stimme der Kritik gegen Rom. Als der Papst ihn mit einer Bulle aus der Kirche ausschließen will, verbrennt Luther sie öffentlichkeitswirksam. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Spätere Generationen werden in diesem Akt gegen Rom das Fanal zum reformatorischen Aufbruch erkennen. Luthers Wittenberg wird in diesen Jahren zu einem deutschen Gegenrom. Doch so spektakulär seine Auftritte in der Provinz auch waren, seine neue Glaubenslehre verlangte auch nach einer neuen großen Bühne. Und da gab es nur eine im Heiligen Römischen Reich, die überall Aufmerksamkeit fand, den Reichstag. Und der findet 1521 in der Bischofsstadt Worms statt. Monatelang, bis zur letzten Minute, hatte die Papstkirche versucht, Luthers Einzug in Worms zu verhindern. Er sollte keine Bühne auf dem Reichstag bekommen. Er sollte als Ketzer verbrannt werden. Aber Luther hat mächtige Fürsprecher im Land. Der Kaiser muss ihn vorladen. Eine Vorladung vor Kaiser und Reich für jemanden, der schon von der römischen Kirche rechtmäßig verurteilt war, war unüblich, widersprach auch dem üblichen Reichsrecht und konnte insofern als Infragestellung der römischen Urteilsbildung angesehen werden. Der Normalfall war der, dass der Kaiser zu exekutieren hat, was der Papst sozusagen als Urteil fällt. Vor dem Reichstag, vor dem Kaiser, den Kurfürsten, Reichsfürsten und Vertretern der Städte soll Luther seine Thesen verteidigen. Sie sollen diskutiert und widerlegt werden. Er soll ihnen abschwören. Andernfalls droht ihm die Reichsacht und damit der sichere Tod. Aber Luther steht nicht allein. Bereits sein Einzug in Worms gleicht einem Triumphzug. Und nicht nur das Volk, auch viele Landesfürsten sind auf seiner Seite. Wir sind hier versammelt. Showdown vor dem Kaiser. Am 18. April 1521 wird Martin Luther zum letzten Mal gefragt, ob er seinen Glaubensthesen abschwört. Martin Luther! Bist du bereit, deine Lügen und Irrtümer hier und jetzt zu widerrufen?
zeitgenössische Protokolle belegen, so triumphierend wie später oft dargestellt, ist Luthers Auftritt nicht gewesen. Auch sein viel zitiertes »Hier stehe ich, ich kann nicht anders« wurde erst nachträglich hinzugedichtet. Historisch verbürgt sind diese Worte. Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, kann und will ich nichts widerrufen. Gott, hilf mir. Amen. Das heldenhafte und geschönte Bild setzt sich durch. David gegen Goliath. Luthers Auftritt in Worms wird schon bald zu einem geradezu magischen Moment der deutschen Geschichte stilisiert. Als Luther von Wittenberg nach Worms gereist ist, sollen die Menschen ihn auf seinem Weg bereits erkannt haben, weil sie sein Bild kannten. Kupferstiche und Holzschnitte wie dieser, Martin mit Heiligenschein und Taube über seinem Haupt, waren ungeheuer populär und verkauften sich tausendfach im Reich. Luther-Anhänger sollen diese Bilder sogar geküsst haben. War Luther also so etwas wie der erste Popstar? Ein Mann prägt das Bild von Luther wie kein zweiter. Lukas Cranach. Mit dem erfolgreichen Malerunternehmer aus Wittenberg verbindet Luther nicht nur eine tiefe Freundschaft. Cranach, der auch für die großen Fürstenhäuser fertigt, wird wichtigster PR-Mann der Reformation. Gute Arbeit, Meister. Danke, Doktor. Ihr Urteil gilt mir sehr viel. Allein zu seinen Lebzeiten entstehen in Cranachs Werkstatt um die 300 Lutherbilder. Martin Luther ist der meistporträtierte Mann seiner Epoche. Nur weltliche Herrscher wurden noch häufiger gemalt. Und weil Lukas Cranach über ein Monopol verfügt, hat er auch in der Hand, welches Image von Luther verbreitet wird. Jedes seiner berühmten Bilder propagiert eine andere Seite Luthers. Die ersten Kupferstiche sollen Luther bekannt machen. Der Mönch als entschlossener Kämpfer gegen die Verderbnis der Papstkirche. Das Profilbildnis mit übergroßem Doktorhut soll sagen, Luthers Glaubenslehre ist die richtige. Hand aufs Herz, Luther als beseelter Überzeugungstäter. Und Luther als vollbärtiger Junker Jörg, einer, der selbst dem Kaiser trotzt. Luther der Pfarrer als liebevoller Ehemann. Schluss mit Zölibat und Doppelmoral, will Cranach sagen. Das Bildnis mit Philipp Melanchthon zeigt die Doppelspitze der Reformation. Und das Altersporträt, den arrivierten, angekommenen Luther als glaubensstarken Theologen, der seine Gewissheit allein auf die Bibel gründet, wie alle Protestanten es tun sollen. Fast alle heute noch erhaltenen Luther-Gemälde entstanden in der Wittenberger Cranach-Werkstatt. Herr Metzschke, wie konnte Lukas Cranach dieses immense Bedürfnis nach Lutherbildern befriedigen? Ganz einfach, Werkstattarbeit. Nicht er malte, sondern seine Leute taten diese Arbeit. Er nahm dazu Lochschachteln. Gucken Sie mal. Ja. Das heißt, man hat eine Zeichnung von Luther gehabt, von seinem Gesicht. Das wurde durchlöchert auf Pergament. Dann legt man dann diese Schablone auf weiß grundiertem Holz, Leinwand zusammen, und mit Kohlestaub waren die Punkte hier drauf, man hat die Punkte nachgezeichnet, dann hat man mit vorgefertigten, vorgemixten Farben das Bild ausgemalt. Das waren also gar keine singulären Kunstwerke, wie wir uns heute vorstellen, sondern eine Massenverfertigung. Ja, alle Maler, die hier arbeiten wollten, oder Angestellten, mussten eine Handschrift annehmen, die Cranachs Handschrift. Wer besser war, anders war, weg. Ja. So konnte es sein, dass eben bei diesen Bildern einer anfing mit Malen und 5, 6, 7, 8, 9, 10 Leute malten an dem gleichen Bild weiter. Und so kam man auf eben diese kurze Herstellungszeit. Drei Tage für ein normales Gemälde, etwas größere Bilder, vielleicht 5 Tage, 10 Tage, mehr nicht. Also das war quasi ein Fließbandverfahren. Ja. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass ohne Cranach die Reformation gar nicht so verbreitet worden wäre? Ja. Ich habe hier mal eine Doppelseite der ersten gedruckten Lutherbibel. Mhm. Ja. Ah, ja. Und da kann man sagen, Zusammenarbeit, Luther und seine Kollegen haben gemeinsam übersetzt,
Philipp Melanchthon las Korrektur und Cranach stellte mit seinen Leuten dazu die Bilder her. Ah, ja. Ja, und Bilder passend zum Text. Und die Menschen kauften, und Hans Luft hat das gedruckt, und die Menschen kauften nicht das Buch Bibel, sondern kauften diese Fallblätter. Quasi ein Bilderbuch, ja. Ja, und, ja. So ein Fallblatt war erschwinglich. Für 6 Eier oder 5 Äpfel konnte man sowas eintauschen. Geld hatten die Menschen nicht gehabt. Und über die Bilder wurden die animiert, lesen und schreiben zu lernen. Und das Volk bekam auch schnell mit, dass man, also heute würde man sagen, heute wird ja alles gedruckt. Früher nur wichtige Sachen wurden gedruckt. Also wussten die Menschen, ach, das ist gedruckt, das ist wichtig, das ist richtig. Entstanden sind die Lutherporträts höchstwahrscheinlich im Auftrag Friedrichs des Weisen, eben jenes Landesherrn, der bereits in Worms seine schützende Hand über Luther gehalten hatte. Luther und die Fürsten. Ein Thema, das schon die Zeitgenossen entzweite. War der große Kirchenreformator am Ende ein Leisetreter und Fürstenknecht? In Luthers reformatorischer Bewegung, die sich Freiheit von Rom erkämpft hatte, sehen viele ein leuchtendes Vorbild. Im Sommer 1524 begehren die Bauern gegen ihre Herren auf. Sie leiden besonders unter erdrückenden Abgaben, Frondiensten und Leibeigenschaft. Gott ist gerecht. Er verheißt allen Menschen Freiheit und Gleichheit. Nicht erst im Himmel, hier auf Erden. Als erster Prediger stellt sich der Thüringer Thomas Münzer auf die Seite der Bauern. Unter seiner Führung kommt es zum Aufstand des gemeinen Mannes gegen die Obrigkeit. Der Bauernaufstand ist die erste demokratische Revolution auf deutschem Boden. In Luther sehen die Aufständischen ihren natürlichen Verbündeten. Und anfangs zeigt sich der Reformator auch voller Sympathie für die Sache der Bauern. Doch dann geht er plötzlich auf Distanz. Gott hat eure Bitten verstanden und er hat sie erhört. Aber Unrecht mit Unrecht vergelten, das ist nicht Gottes Wille. Das ist des Teufels. Mit dem Aufstand der Bauern sah Luther das Unternehmen der Reformation insgesamt gefährdet. Die Bauern zerstörten die Ordnung und griffen damit das Unternehmen insgesamt an. Aber ein zweiter Aspekt war fast noch schwerwiegender. Er sah in den Bauern plötzlich ein Instrument des Teufels, der mit diesem Aufstand gegen die Reformation vorgehen wollte und das Ganze zerstören wollte. Denn die Bauern finden immer mehr Anhänger. Und in manchen Gegenden üben sie auch grausame Rache an ihren Herren. Luther sieht den Teufel am Werk und erklärt den Kampf gegen die Bauern zum Kampf gegen die Mächte des Bösen. Im Mai 1525 stehen sich die Heere der Fürsten und der Aufständischen auf einer Anhöhe bei Frankenhausen in Thüringen gegenüber. Die schlecht gerüsteten Bauern werden von fürstlichen Söldnern regelrecht überrannt und niedergemacht. Luther selbst hatte zum Krieg wieder die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern aufgerufen. Man solle sie würgen und stechen, sie totschlagen wie einen tollen Hund. Auf Luthers Worte folgen Taten. 6000 Bauern fallen im Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit. Die Bauern unterlagen also einem tragischen Missverständnis. Luther war nicht der Revolutionär, als den man ihn 1521 Land auf Land abfeierte. Er setzte auf die Landesherren, also die schützende und ordnende Kraft der Fürsten. Damit waren seine Popularität und Autorität aber mit einem Schlag schwer beschädigt, besonders natürlich unter den Bauern. Für viele der Anfang vom Ende des Volkshelden Martin Luther. Luther, dem die Bauern zunächst vertrauten, fühlt sich später mitschuldig. Ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, all ihr Blut ist auf meinem Hals. Diesem Bekenntnis ist schwer zu widersprechen. Wohl ein spätes Eingeständnis seiner Schuld. Der Bauernhasser war nicht die einzige dunkle Seite im Leben und Wirken Martin Luthers. Auch gegen die Türken und ihren Propheten Mohammed hat er für uns heute unsäglich gewettert. Als Tiefpunkt aber gilt Luthers Tirade gegen die Juden.
Hier an der Außenwand der Wittenberger Stadtkirche hat sich ein mittelalterliches Spottbild erhalten. Es zeigt Juden zusammen mit einer Sau in einer Darstellung, die zutiefst verletzend war. Doch woher kam dieser Hass? Bereits im hohen Mittelalter sahen sich Juden ungeheuren Anschuldigungen ausgesetzt. Sie würden Christenkinder schlachten und ihr Blut trinken, wurde etwa verbreitet. In seiner Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei, weist Martin Luther solche Gräuelmärchen entschieden zurück. Er fordert darin ein Ende der Diffamierung und Ausgrenzung der Juden. Doch von den Juden erwartet Luther auch eine gewaltige Gegenleistung. Es ging ihm darum, die Juden zu Christus zu bekehren. Und er war durchaus der Hoffnung, dass dies geschehen konnte. Das war sicherlich naiv von Luther. Als dies nicht geschah, wendete sich das Blatt und er wurde zum Verfolger der Juden. Aus dem enttäuschten Judenmissionar wird ein erklärter Feind des Judentums. Es ist offenkundig, dass Luther hasserfüllte Texte produziert hat, die unter bestimmten historischen Bedingungen eine fatale Wirkung entfalten konnten. In seiner Kampfschrift Von den Juden und ihren Lügen verlangt Luther das Niederbrennen der Synagogen und die Vertreibung aller Juden. Aber lieferte er damit nicht auch den Nazis Munition für die Vernichtung der Juden? Luther hatte die Vorstellung, dass man Juden massenhaft töten würde, keinerlei Anhaltspunkt geboten. Insofern ist die religiöse Motivation bei Luther entscheidend und rassische Argumente spielen bei ihm in keiner mit dem Nationalsozialismus vergleichbaren Weise eine Rolle. Auch wenn keine direkte Linie von Luther zu Hitler führt, die offenkundige Judenfeindschaft des Reformators ist ein Thema, das uns bis heute beschäftigt und betroffen macht. Für die Christen aber hat er Großes geleistet. Und nicht nur für sie. Und das geschah einmal mehr auf der Wartburg, in der Lutherstube. Zu seinen größten und bleibenden Leistungen zählt heute vor allem die Übersetzung der Bibel in eine Sprache, die die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse und der Mann auf dem Markt verstehen konnten. Zu schaffen war dieses Jahrtausendwerk nur mit einem Team aus Spezialisten. Sprachwissenschaftler, Theologen, Philosophen und Lektoren, mit dem sprachgewaltigen Reformator als Kopf des Ganzen. Doch das Prädikat der ersten deutschen Bibelübersetzung gebührt Luther und seinen Mitstreitern nicht. Herr Direktor Knoche, Luther wird ja verehrt als der erste Übersetzer einer Bibel ins Deutsche. Warum ist das genau genommen gar nicht richtig? Ja, weil es sehr viele deutsche Übersetzungen schon vor Luther gab. Wenn Sie sich mal anschauen, was hier auf dem Tisch liegt, dann sind das alles deutsche Bibeln vor Luther. Und trotz all dieser Übersetzungen ist Luthers Bibel die wirkmächtigste geworden. Warum eigentlich? Ja, Luther hatte zwei Dinge gemacht. Er hat einmal den richtigen Text zugrunde gelegt, nämlich das griechische Neue Testament oder das hebräische Alte Testament. Er ist also auf die Ursprache zurückgegangen, während die anderen Übersetzer vor ihm immer die lateinische Übersetzung übersetzt hatten. Und schon dadurch ist unglaublich viel verloren gegangen an Präzision. Und das Zweite war, dass Luther den Leuten wirklich aufs Maul geschaut hat. Zum Beispiel, als ein Opferlamm geschlachtet wurde, da ist er zu dem Fleischer in Wittenberg gegangen und hat sich genau erklären lassen, wie welche Teile des Lamms, das dort geschlachtet wurde, bezeichnet werden. Können wir da ein Beispiel mal hören? Ja, wir können uns mal angucken, was zum Beispiel in der ersten Bibel, in der ersten deutschen Übersetzung von Mentelin, ich habe hier die Ausgabe von Eggestein, das liest sich hier so. Der Herr, der richt mich und mir gebrast nit, und an der Stadt der Weide, do satzt er mich. Er führte mich ob den Wasser der Wiederbringung, er bekehrt mein Seel.
Was hat er Wiederbringung? Versteht man nicht. Da werden auch die Zeitgenossen schon gerätselt haben, was das eigentlich bedeutet. Und wenn man sich das anguckt, was Luther daraus gemacht hat, ich schlage jetzt erstmal die Lutherbibel auf. Das ist Aufschlagen. Ja, dann springen die Schließen ab. Und dann kann man das Buch daher aufschlagen. Daher kommt das Wort Aufschlagen. Das genau. Hier. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ja, wunderbar. Also so einfach und so verständlich konnte man auch die Bibel übersetzen. Und gleichzeitig poetisch. Und gleichzeitig poetisch. Luthers Bibel in deutscher Sprache wird zu einem einzigartigen Erfolg. Zum Bestseller bis heute. Keinem Buch verdankt die deutsche Sprache mehr. Selbst Goethe wird einmal feststellen, so sind denn die Deutschen erst durch Luther ein Volk geworden. Nicht nur seine Bibelübersetzung, auch sein Lebenswandel sollte die Welt verändern. 1525 bricht Martin Luther sein Mönchsgelübde der Keuschheit. Der Reformator heiratet eine Nonne. Für die katholische Propaganda natürlich ein gefundenes Fressen. Jetzt offenbare sich der tiefere Sinn der ganzen Reformation, heißt es, die Fleischeslust. Der große Luther sei in Wahrheit ein Nonnenhengst. Das war natürlich üble Nachrede. Die Wahrheit ist, mit der Reformation kommt vieles in Bewegung, auch der Heiratsmarkt. Nachdem gleich 12 Nonnen auf einmal aus ihrem Kloster nach Wittenberg geflohen sind, soll der angesehene Reformator helfen, den mittellosen Frauen passende Ehemänner zu vermitteln. Luther selber hatte zwar erklärt, ihm stehe der Sinn nach der Ehe fern, doch wie so oft, Gelegenheit macht Liebe. So heiratet Luther schließlich die 16 Jahre jüngere, entsprungene Nonne Katharina von Bora. Rechtmäßig wird die später so berühmte Verbindung mit dem sogenannten Beilager. Nach damaligem Verständnis wurde eine Ehe geschlossen, wenn das Brautpaar vor Zeugen gemeinsam unter einer Bettdecke steckte. Erst dann waren Rechte und Pflichten der Eheleute aneinander besiegelt. Sicher gewöhnungsbedürftig für die Zisterzienserinnen-Nonne und den Augustinermönch. Herr Doktor, kommen Sie bitte rein. Die katholische Propaganda schloss daraus, Luther sei ein Wüstling der Fleischeslust geworden. Also Luther hat zunächst natürlich von seiner monastischen Prägung her keinerlei positives Verhältnis zur Sexualität entwickeln können. Möglicherweise auch ein angstvolles Verhältnis, weil das sozusagen ein Störfaktor ist und zutiefst mit Sünde und Weltverhaftung verbunden war. Luther hat ja von sich aus auch die Ehe nicht gesucht, sondern die Ehe ist ihm sozusagen widerfahren. Und er hat dann in dieser Situation des Verheiratetseins doch auch entdeckt, dass Sexualität ein beglückender Faktor ist. Vom Zölibat wollte Luther jetzt nichts mehr wissen. Der sei wieder die Natur. Genauso gut, meinte er etwas drastisch, hätte die Kurie den Priestern das Scheißen verbieten können. Fakt ist, mit der Reformation wurde der Zölibat zum Alleinstellungsmerkmal der Katholiken und ist es bis heute, allen Problemen und Protesten zum Trotz. Die Eheschließung markiert auch Luthers Eintritt ins bürgerliche Leben. Gewohnt wurde im ehemaligen Augustinerkloster Wittenbergs, heute ein vielbesuchtes Museum. Wir sind im Lutherhaus, in der berühmten Lutherstube. Wie muss man sich das Alltagsleben der Luthers überhaupt vorstellen? Haben die sich hier versammelt zum Essen oder war das woanders? Gegessen wurde unten im großen Refektorium, weil der ganze Haushalt
der ja insgesamt aus mindestens 40 Personen bestand, hier gar nicht reingepasst hätte. Hier traf man sich nach den Mahlzeiten zu den Gesprächen. Hier sind die berühmten Tischreden entstanden. Die Bänke, auf denen die Studenten sitzen, sind ja noch vorhanden. Und die saßen dann und hörten zu, was hier am Tisch gesprochen wurde, und notierten sich dann auch die wichtigsten Dinge. Hier kamen Besucher her, schon zu seinen Lebzeiten, unter allen möglichen Vorwänden, die einfach den großen Mann mal sehen wollten. Denn die muss man ja auch alle ernähren, diese vielen Personen. Das wird ja sehr teuer gewesen sein. Konnten die allein sich von den Studenten ernähren oder gab es da noch andere Einnahmequellen? Luther war der bestbezahlte Professor Wittenbergs. Aber wir können ausrechnen, dass seine Frau durch ihr Studentenwohnheim etwa genauso viel verdient hat. Bei Familie Luther zu wohnen, war eine gesuchte Ehre. Aha. Und es war teuer. Mhm. Es war deutlich teurer als andere Wittenberger Wohnheime. Die Haushaltsführung ist Katharinas Aufgabe. Und die füllt sie sehr souverän aus, sodass die Anrede Herr Käthe nicht nur witzig gemeint ist. Für die Nachwelt werden Luther und Katharina zur First Family des Protestantismus und das evangelische Pfarrhaus zur prägenden Institution. Doch Kaiser und Papst wollen das Rad der Geschichte noch einmal zurückdrehen. Auf dem Augsburger Reichstag 1530 kommt es zur Machtprobe mit den Anhängern der Reformation. Bis zuletzt hofft Luther, der das Geschehen aus der Ferne verfolgt, auf den Ausgleich, um die Einheit der Kirche zu bewahren. Doch der Kaiser und die Vertreter der katholischen Kirche wollen nicht verhandeln. Schon ein Jahr zuvor, in Speyer, hatten die evangelischen Stände unter Protest den Reichstag verlassen. Seit dieser Zeit werden Luthers Anhänger auch Protestanten genannt. Und es kommt, was Luther zeitlebens nicht wahrhaben wollte, zur folgenschweren Abspaltung von Rom. Bereits Mitte des 16. Jahrhunderts werden nur noch wenige deutsche Gebiete römisch-katholisch sein. Heute gibt es über 400 Millionen Protestanten auf der ganzen Welt. Geachtet oder gefürchtet? Reformator oder Spalter der Kirche? Was also war Martin Luther wirklich? Ich finde an Luther auch wichtig, dass er eine ambivalente Figur ist. Er ist nicht geeignet zu einer sozusagen Heroenpose, die uns das 19. Jahrhundert nahegelegt hat. Sondern an Luther werden Spannungen sichtbar. Und diese Spannungen sind auch ein Stück weit Ausdruck dessen, dass er in der Situation, in der er sich befand, überfordert war. Und diesen sozusagen gebrochenen, diesen unfertigen Luther in der Spannung seiner Zeit wahrzunehmen, scheint mir viel interessanter und viel spannender als diese dann doch irgendwie gruselige Figur aus Bronze, die auf manchem Sockel nach wie vor steht. Er erquicke meine Seele. Er weist mir den rechten Weg. Um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, ich werde nichts fürchten, denn du bist bei mir. Es ist schon eine ehrfurchteinflößende Leistung. Ein einfacher Mönch aus Wittenberg bietet Kaiser und Papst die Stirn. Martin Luther wird zum Gründer einer neuen Kirche und er schafft mit seiner Bibelübersetzung die Grundlagen für eine einheitliche deutsche Sprache. Doch heute sehen wir auch den Menschen hinter der Jahrtausendgestalt. Ein unfehlbarer Superheld, den frühere Generationen aus ihm gemacht haben, ist der große Reformator sicher nicht gewesen. Doch kein anderer Deutscher hat die Geschichte zwischen Mittelalter und Moderne stärker geprägt als Martin Luther.